So, und damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Projekt von mir. Wir spielen heute League of Legends Ranked Games. Ich werde so ab und zu, je nachdem wie ich halt von den anderen Let's Plays Zeit habe, werde ich ab und zu eine Ranked Runde hochladen. Ich war letzte Season Gold 2 und jetzt bin ich gerade Silber 4 neu eingerankt worden und wir werden uns auf jeden Fall hochcarryen. Und ich habe es zwar nicht extra gemacht, also ich habe richtig schlecht gespielt in den Placement Spielen. Also ich bin nicht extra Silber eingerankt worden, aber wir werden auf jeden Fall, also ich spiele nicht wie Silber, wir werden auf jeden Fall uns hochcarryen und ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch. Und ja, in dieser Runde spielen wir Shaco Jungle. Ich bin, ich habe mit ihm in der letzten Season eine 90%ige Winrate gehabt bei 60 Games. Und ja, ich hoffe einfach nur, dass euch das neue Projekt gefällt. Genießt die Musik im Hintergrund, falls ich mal nichts sagen sollte. Weil in LoL fokussiere ich mich ziemlich stark und kann sein, dass ich manchmal nicht rede. Deswegen habe ich jetzt Musik im Hintergrund laufen. Und ich hätte eventuell mal früher meine Boxen legen sollen, ich Vollidiot. Ich habe sehr lange nicht mehr gespielt. Freut mich auf jeden Fall jetzt mal wieder aktiv LoL zocken zu können. Wir gehen direkt zu unserem Red. Ich werde mich ein bisschen auf die Mitte fokussieren, weil der spielt Master Yi Mitte mit Ignite und Master Yi ist bis Level 6 eigentlich ziemlich useless. Und dann haben wir einen Jhin, eine Yuumi und einen Illaoi und Rammus im Gegnerteam. Machbar auf jeden Fall. Ich werde versuchen, den jetzt nicht zu smiten, dann mache ich meine Golems. Und dann werde ich zur Mitte gehen. Sehr gut, haben wir erstes Blut bekommen. Dann würde ich sagen, mache ich hier die Crux, bevor Rammus hier runterkommt. Hier eine Box legen am besten. Ja, ich werde versuchen, nicht so viel zu ganken. Ich will natürlich keine Zeit verschwenden, wie die meisten Leute es in Silber machen. Ich werde sehr schnell versuchen, Level 6 zu kommen. Und dann könnt ihr mit Shaco, wenn ihr Level 6 seid, easy Drache oder hier Herald alleine machen, indem einfach euer Klon tankt. Und sobald ich alle drei Skills erstmal geskillt habe, skill ich eine Stufe höher auf die, meine W. Hier die, die Boxen, damit die ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, Bots will meine Hilfe, ich gehe mal kurz runter. Wir dürfen aber nicht so viel Zeit hier verschwenden. Ich gehe mal hier ganz kurz weg. Oder auch nicht. Ah,
Ramos kommt. Ah, das war jetzt echt Zeitverschwendung. Das war ein Fehler, da zweites Mal reinzugehen. Ich habe jetzt nochmal geschrieben, die sollen nicht meine Zeit verschwenden. Weil die meisten Leute verstehen das gar nicht, wie wichtig es ist, als Jungler ahead zu sein. Guck mal, Mitte ist schon Level 5 und ich bin noch 4. Darauf müsst ihr ziemlich achten. Guck mal, Toplane ist schon 6. Aber bevor die Botlane stirbt, werde ich hier denen ein bisschen mehr helfen. Das heißt, ich gehe jetzt gleich nochmal runter, nachdem ich mein Blue gemacht habe. Und dann können wir eventuell sogar Drache holen, wenn wir da Kills kriegen. Wo ist der hier hin? Keine Ahnung. Auch ganz wichtig, ab und zu mal hier ein Board zu setzen, damit ihr nicht überrascht werdet von Top oder Jungle oder Mitte. Gang mal Top Lane. Mal gucken, ob wir da was reißen können. Na komm, push doch Illaoi, Alter. Ich werf doch nicht meine Zeit. Alter. Krassen Schaden. Ja, die werden jetzt zum Dragon gehen. Fuck. Komm, Ahri, Alter, beweg deinen Hintern. Die dürfen es nicht haben, bis ich da bin. Nein! Oha. Ja. Das war ziemlich worth, aber... Es war zwar Wölfe, aber wir haben Drache verloren, das war nicht gut.
Na, geh doch nicht zurück. Schlecht. Egal. Wir haben sie jetzt eigentlich so ziemlich jeder Lane geholfen. Und noch nicht gestorben, außer Top Lane. Aber da kann ich echt nichts mehr machen, die ist zu tanky. Ich fokussiere mich lieber gerade auf die anderen Lanes. Wir werden gleich direkt zum Herald gehen. Und dann kann ich eventuell, wenn Illaoi backportet, kann ich mit Girl in Top Lane Turret holen. Die Rotationen in Silber Elo sind ganz wichtig. Ihr dürft euch nicht auf Kills fokussieren, sondern eher auf Objectives. Wenn ihr die Chance habt, Turret Plates zu holen, dann macht das auf jeden Fall. Und versucht nicht hier so wie der zu chasen. Jetzt habt ihr Free Plates. Na, scheiße. Ich hatte kein Mana. Ich brauche auf jeden Fall jetzt. Soll ich Static Shift bauen oder direkt auf Schaden? Ich glaube, ich werde auf Static Shift gehen. Einfach aus dem Grund, weil dann unsere Kuh so viel Schaden macht mit dem Elektro-Proc. Normalerweise baue ich direkt hier auf Duskblade, aber ja. LOL, Soraka, Alter. Kriegen die auch Yumi? Nice. Ja, die ist so. Ich werde jetzt hier ganz kurz den Frosch machen, dann gehe ich Red Buff holen und dann direkt zum Herald und dann gucken wir mal, vielleicht können wir mit Turret holen. Der Yi ist total am Trollen, geht die ganze Zeit rein und stirbt und genau das dürft ihr halt in Silber nicht machen, einen Vorteil geben euren Gegnern. Alter, dieser Crit-Schaden ist so geil bei Shaco. Ja, wie ich schon sagte, mit eurem Klon könnt ihr hier easy Herald alleine machen. Da braucht ihr eigentlich niemanden.
Ah, ich verstopp! Oh Mann. Das war knapp. Ja, der Garen schreibt jetzt Waste, aber das war überhaupt nicht wasted. Der hat noch nicht mal einen Schaden auf den Top Tower geschmissen und wir haben jetzt fast den Tower geholt. Das war schon okay so. Kriegen wir easy mit Turret. Jin ist alleine unten. Verpasst leider, aber wir können hier die Krabbe holen, wenn Ramos nicht kommt. Nein, der macht seine Geister. Dann hat man kurz gesehen wegen meinem schönen Ward, den ich eben geplaced habe. Und das sind so die kleinen Dinge, auf die ihr achten müsst. Vision ist ganz wichtig. Botlane ist gerade keine Seele. Alle sind top. Das heißt, wir können Botlane runtersplitten. Höchstwahrscheinlich. Und ein bisschen XP holen. Und vielleicht sogar einen Tower. Guck mal, den Top-Turret hätten die jetzt niemals bekommen, wenn nicht, kein Flash. Ich warte mal hier kurz, wenn Yi kommt. Können wir ihn überraschen? Ja, hab den Ken verpasst, schade.
Nein, oha, ich konnte nicht mal Kuhn. Scheiße, well played von dem. Das war ein bisschen Overstay. Aber ich dachte, wir kriegen den Tower, weil alle gerade irgendwie Top Lane und Mitte sind. Aber wir haben den Tower fast bekommen, schade. Echt schade. Dragon kommt gleich. Ich bleib mal hier. Genau, der soll Red Buff nehmen. Ich bleib mal hier. Mitte. Das war ganz wichtig. Sehr gut. Mitte, 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 Mitte. Versuchen nicht zu sterben. Mein Team macht genug Schaden. Wenn ich als Fokus lande, sterbe ich direkt, weil Chaco hat nicht so viel Leben. Ich muss so ein bisschen sneaky spielen. Um das Team herum. Ich hab kein Mana. Aber ist nicht schlimm, alles gut. Bin echt am überlegen, ob ich für Trinity gehen soll, für den Kuhschaden. Aber ich glaube, Crit Chance ist besser. Ja, ich glaube, wir gehen für Crit Chance, Storm Razor und dann Infinity. Ich wollte gerade pingen, zieh dich zurück und so, weil der ist der Einzige, der gepusht hat. Das ist echt riskant. Wenn ihr übrigens auf Tab drückt und hier oben auf die Symbole klickt, werden euch nochmal die Minuten im Chatverlauf angezeigt, für die, die es nicht wussten. Ist ab und zu hilfreich, um nochmal zu sehen, während man hier weiter farmt. Alter, der Garen hat nicht mal 100 Farm.
in 25 Minuten. Das ist mager. Aber er hat auch richtig gelitten auf der Top Lane. Er ist tot. Ja, das schaffen die easy mit meinen Boxen. Ja, easy. Komm. Schaffen die easy. Ich wollte eigentlich nur den Jhin rausnehmen und dann kam das ganze Team. Easy. Die sollen auf jeden Fall noch die Inhibs nehmen und dann weg. Das war ziemlich gut. Gleich kommt wieder Baron und dann können wir das Spiel beenden. Bin zwar hier und da mal unnötig gestorben, aber wenn ihr das auch noch vermeiden könnt, dann kommt ihr easy Platin. Dieses unnötige Reingehen. Und halt, ihr müsst euch darauf fokussieren, immer hochzufahren und nicht unnötige Zeit mit Ganks zu verschwenden, wo ihr wisst, dass ihr keinen Erfolg haben werdet. Ihr müsst so ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, ob es machbar ist, ob dieser Gank klappen wird oder nicht. LOL. Da habe ich ein bisschen getrollt. Ich hätte nicht erwartet, dass der mich one-hittet. Aber sei es drum. Gönne ich ihm. Wir haben das Spiel so oder so gewonnen. Deshalb spielt es keine Rolle, ob ich jetzt noch sterbe. Ich habe
meinem Team die nötige Hilfe gegeben als Jungler. Und das ist ganz wichtig, dass ihr eure Rolle versteht. Nicht sterben jetzt da, Alter. Nicht sterben. Ey, Leute. Okay, gut. Und jetzt zurück. Zurückziehen, zurückziehen. Oder jagt die, jagt die, jagt die. Jagt die. Die Minions pushen. GG! Oh, gucken wir noch ganz schnell, was für eine Wertung wir bekommen haben. Ich gebe mal der Soraka ein GG, die hat es ganz gut gespielt. Gibt nicht so viele gute Sorakas in diesem Spiel. Rank Reward. Ranked Summoner Icon Split 2. Okay. S- haben wir bekommen. Und ja, wenn euch das Gameplay gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein!